So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und ich bin ein bisschen spät dran mit dieser Folge aufnehmen, aber die kommen natürlich trotzdem heute am Mittwoch noch raus. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch rausgesucht und natürlich am Ende auch den Schocker der Woche. Es ist momentan natürlich Cresselia in den 5er Raids heute Abend, Mittwoch. Ihr wisst, es ist Raid-Stunde. Cresselia wird an jeder Arena, so gut wie jede Arena, auftauchen. Ich sage immer, verabredet euch da, bereitet euch da drauf vor. Leider ist es immer noch so, dass 18 Uhr alle dastehen und da ist ein Raid, da ist ein Raid. Hilfe, Hilfe. Und in der anderen Stadt ist es genauso. Oh mein Gott, ein Raid. Deswegen sage ich immer, sprecht euch vorher halt ab, nutzt halt die Raid-Gruppe, Link in der Beschreibung, nutzt die Fan-Gruppe, um da Leute zu finden, mit denen ihr vielleicht öfters so zusammenzockt, neue Kontakte zu knüpfen, alles. Ich will mal gucken heute Abend, ob das passt. Ich habe nämlich jetzt dank Thomas Idee so eine Nightbot eingerichtet mit Befehlen und allem und mal gucken. Werden wir wieder Werbung machen für die Gruppen dann und so weiter. Ihr ladet mich natürlich heute wieder ein bei Cresselia, auch wenn ich genügend Shinies habe, einen 98er habe und sonst wie, aber Raidmania ist halt Raidmania. Ihr ladet ein, wir machen Raids, wir machen Interaktion, ihr kriegt die Raidmania-Punkte. Das ist kein Raids für Zuschauer, ich sage es nochmal, das dann am Wochenende. Jetzt aber nicht lang quasseln, ne? Wer neu ist, der kriegt das alles noch mit, wer alt ist, der weiß das ja eh schon. Adi Schatz, da sitzt noch der Adi, den seht ihr nicht, das ist auch gut so. Wir kommen jetzt also zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Aluhut mit, sagt was ihr wollt, aber der Name ist so passend. Lauf, Forest, ne? Es läuft und es ist ein Wald, ne? Ein laufender Wald, Lauf, Forest, also es ist... Finde ich auf jeden Fall cool. Ich glaube jetzt auch, wenn Perle rauskommt und ich muss wählen zwischen den Startern, würde ich wahrscheinlich einen Shellast nehmen, weil ich einfach die Endentwicklung so genial finde vom Design her. Und die anderen zwei mir nicht so gut gefallen vom Design her, spricht mich das immer noch am meisten an. Ebenfalls Aluhut auf der Suche nach dem Shiny, ist das auch ein netter Beifang, ne? 100% Skalyk. Nicht gebrütet, dann wäre der Kreis höher, der Bogen ist aus einer Quest also. Master Gosse hier, Raid-Stunde war ein Erfolg, Shiny Terrakium noch mitgenommen, bevor das verschwunden ist. Juhlchen, Veilchen, ein zufälliger Glückstausch, den man gerne sieht, 100% Lucky die Denne bekommen. Juhlchen, Hundo, 100% Terrakium bekommen. Habe ich ja leider nicht bekommen, obwohl ich von Terrakium die meisten Raids natürlich gemacht habe, als jetzt die drei Ritter da waren. Aber egal, da wird sicherlich auch nochmal kommen. Die XL habe ich ja immer noch nicht zusammen, habe nicht so viel gemacht und werde weiter natürlich jeden Glückstausch, den ich bekomme, in Zukunft erstmal mit Terrakium machen. Dann haben wir den Otis, ne? Den Otis. Den finde ich besonders toll, der sieht nämlich aus wie Grumpy Cat, deswegen haben wir jetzt den immer auf den Namen Grumpy Man getauft. Und das passt so gut, wenn ich dieses Bild sehe. Hundo! Und Ramses so... Finde ich einfach genial. Am liebsten würde ich mir eine Maske aufsetzen, damit ich auch aussehe wie Otis. So, Aluhut. Das ist selbst bei mir Premiere. Drei Shinies hintereinander, seht ihr hier. 1.18, 1.22, 1.26. Drei Shinies, das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Skandalpaare aus dem Tausch bekommen hier auch 100% Skalyk. Durchtausch Master Gossi, danke für den Raid. Nochmal hier Shiny Terrakium dabei. RWE Brian aus Freistadt Oberösterreich. Hier 100% Paragoni. Aluhut, 100er Terrakium, Andy Project, endlich das 100er von meinem Lieblings-Pokémon, 100% Togepi. Sehe ich immer wieder, so viele Leute sagen, Togepi ist einfach denen ihr Lieblings-Pokémon. Was ist eure Meinung zu Togepi? Schreibt es mal in die Kommentare. Nützlich, hässlich, süß, Liebling, Hass-Pokémon. Gibt bestimmt auch welche, die sagen, das ist absoluter Schmutz in meinen Augen. Deveris, hier Shiny Magnetilo, Bobserob, noch ein Shiny Togepi, Bobserob. Geht gut los heute, 100% Vulpix mitgenommen. Max aus der GBL, ein Shiny Viridium bekommen. Bekommt man ja eben ab Level 20, ab Rang 20 in der GBL. Kann man Legendäre bekommen, die eben gerade drin sind, auch in den Raids. So könntet ihr jetzt auch Shiny Cresselia
Shiny Cresselium. So könnt ihr auch Shiny Cresselia jetzt bekommen ab Rang 20 GBL. Justin Stetzel hier erlösen oder nicht? Natürlich nicht. Ein Shiny Krypto Slimer. Warum sollte man das nicht erlösen? Die Raid-Bosse haben dann wieder gewechselt. Ach, nicht die Raid-Bosse, die Rocket-Vorstände, die Bosse, die halt nach den Rocket-Rübeln kommen, wenn ihr da 6 Teile habt. Deren Krypto-Pokémon können shiny sein. Die wechseln aber immer wieder. Dann sind die weg, dann sind wieder andere drin. Ihr habt also eine begrenzte Zeit, wo ihr dieses Krypto-Shiny fangen könnt. Während das normale Slimer, wenn ihr es jetzt erlöst, ist es ja sozusagen ein normales Shiny Slimer. Das normale Shiny Slimer könnt ihr aber immer fangen. Überall. Jederzeit. Wenn es irgendwo mal sitzt. Deswegen Krypto-Shinies würde ich immer so lassen. Sind einfach seltener, sind einfach wertvoller. Jewel, juhu, endlich ja auch Shiny Viridium mitgenommen. Und das hinterher noch Shiny Skalyp. Sehr cooles Bild übrigens mit dieser Staub. Folge, sagen wir mal daneben, Henry Niki hier, Shiny Flurmel, Bockwurst ging. Jetzt habe ich alle, auch Shiny Viridium dabei. Julchen, Terrakium will bei mir die Shiny Darkrai Pleide. 120 ohne Shiny wieder gut machen. Hat jetzt hier im Alter von 10 Tagen schon 6 Stück bekommen. Hundo auch noch hinterher. Julchen, sag mal, ist das jetzt zweites? Das war doch vorhin auch Julchen, oder nicht? Julchen einfach mal so gebrütet, noch scheiner chinesisches Ponita, genau, lassen wir einfach so stehen. Julchen hier noch, Krypto Trassler, was natürlich ein 100er werden würde, sollte man aber auch so lassen, wie es ist. 100er Sammlung, egal, Krypto Bonus, viel krasser, viel stärker, viel nützlicher. Für einige kommt das zu spät, die haben natürlich schon erlöst, wenigstens ein brauchbares Krypto. Dann Henry Niki hier, der könnte das auch erlösen zu einem 100er oder er lässt es so. Ich finde eigentlich, das sieht sogar richtig cool aus. Auch gerade bekommen, Rainy Stendal könnte sich ja auch 100er erlösen. Slimer macht mir glaube ich gar nichts mit, das kann er ruhiger lösen. Brainy nochmal hier nach einem Rübelkampf, zack, genießt doch einfach mal die Aussicht. Lasst das alles so wie es ist. Okay, Joker hier mit dem Shiny Panflam mit roter Mütze, den habe ich nicht. Den anderen habe ich auch nicht. Bis jetzt habe ich nur Shellast, ja. Shellast zweimal, sonst nix. Aluhut hier auch, Shellast zweimal, Sichlor, Stolunior, Skobbel, alles dabei, Bockwurst King, wohl ein Riolu gebrütet, denke ich mal. Henry Niki aus dem 10 Kilometer Ein, noch ein Klicken-100er, auch selten, ein seltenes 100er, da du es ja nur aus Eiern bekommen kannst, gibt es nicht wild, gibt es nicht in Raids, vielleicht ändert sich das nochmal. Aluhut hier, 100% Shellast aus der Quest, deswegen hat das auch diese weiße Mütze. Für alle, die das immer noch nicht gecheckt haben, momentan die mit der roten Mütze in der Wildnis, die mit der weißen Mütze aus einer Feldforschung. Am Donnerstag wechselt das aber, dann kommen die mit der roten Mütze in die Feldforschung und die mit der weißen Mütze in die Wildnis. Also keine Sorge, wenn ihr eure, wenn das noch nicht fertig ist, ja, ihr könnt dann und guckt einfach immer die News, stehen ja alles dabei. Ihr müsst ja nicht mal bei mir gucken, steht alles auch in-game immer. Dann hier Nummer 2, Panflam, Shiny noch dabei. Plinfer hier auch dabei. Nummer 3, ich habe auch wieder ein Händchen heute. Dann Pantimimi, Shiny auch gebrütet. Thomas Roth auch hier, Shiny Panflam mit der roten Kappe. Steve, Shiny Magnetilo, Shiny Flurmel, Shiny Fritzelblitz, Shiny Teddy Ursa, Selal mit einem Shiny Terrakium mit Wetterboost. Shiny Magnetilo, woran du merkst, dass du wohl noch nicht so richtig wach bist, ne? Einfach mal den Teebeutel und ja. Dann hat er hier noch einen Impagator und sogar ein zweites mit sogar noch besseren IV. Selal aus dem Glückstausch, 100% Arcani noch bekommen. Selal hier auch, Shellast, ne? Auch wieder mit so einer Rauchwolke drumherum. Finde ich auf jeden Fall sehr cooles Bild. Schäfe24.de. Tolle, erfolgreiche Woche, liebe Grüße. Shiny Sichlor, Shiny Panflam, 100er Lavita, 100er Tanzer, Shiny Habitak, Kuselinchen, Shiny Dusselgur, Shiny Kobalium aus der GBL, steht auch extra dabei, gefangen in der Meisterliga, ne? Kuselinchen nochmal hier, Shiny Viridium, 2 Stück, 2 verschiedene. Dann Shenaya, 100% Kobalium, Glückwunsch dazu natürlich noch. Und dann nochmal Shenaya mit einem Shiny Terrakium plus Shiny Barmelin. Oh, bitte nicht ohne Namen, sonst weiß ich doch immer nicht, ne? Vom Gotcha gefangen, Shenaya, hier noch Shiny Sichler dabei, Daniel Love.
100% Cresselia am 16.11., also direkt am Erscheinungstag, oder? Direkt. Cresselia 100% bekommen mit 16,33. Merkt euch den Wert. Sören hier auch. Das Ausland hat den Bann gebrochen. Shiny Terrakium. Ausgerechnet der Sack. 100er Formeo. Tiso habe ich aus der Spezialforschung bekommen. 100% Zwirfinst. Auch sehr cool natürlich. Und immer sehr überraschend, wenn ihr es aus einer Feld- oder Spezialforschung dann bekommt, den Konter. Encounter. Ich konnte den Encounter. Sarina hier. Shiny Gorgler. 100% Krypto Nocturne. Oh mein Gott. 100% Krypto-Pokémon sind auf jeden Fall richtig genial, richtig stark, richtig nützlich in den meisten Fällen. Und das, ich würde nicht sagen, dass das nützlich ist, aber ich finde Nocturne als Krypto sieht einfach verdammt stark aus, verdammt cool aus. Das ist eins Generation 1 sowieso, beste Gen. Und das als 100% Krypto hätte eigentlich der Schocker der Woche sein müssen. Shiny Nidoran, auch als Krypto-Version hier, Shiny Slimer Krypto, Shiny Skalüge, also Sarina hat richtig reingeschmatzt. Nicht das Shiny, was ich wollte, aber einem geschenkten, wisst ihr ja, wie es weitergeht, auch hier Shiny Krypto bei iScorpions Plus. Ui, da läuft's und hier freue ich mich auch, ne, auch noch ein Shiny Ileceba ohne Kostüm, was man eben dann auch entwickeln kann. iScorpions, das kam mit einem Ballon angeflogen. Könnt ihr auch zu einem 100er machen? Hat er auch gemacht. Jetzt drehen wieder alle durch. Er löst für meinen Squad, aber er hätte noch ein Krypto mit 14, 15, 11, was er hätte zum Kämpfen und sein Squad sieht dadurch jetzt so aus. Er hat hier also 500%ige, ein Glücks-, ein Best Buddy, ein Erlöstes, ein 98er hinten dran. Sieht auf jeden Fall stark aus. Kann man ihm auch nicht reinreden, er hat auf jeden Fall ein Ziel. Andy Project, mal wieder etwas Feines in den Beutel bekommen. 100% Kobalium, haben wir gesehen. Shiny Kobalium, haben wir gesehen. 100% Shiny Kobalium. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Schocker der Woche. Nocturne Schocker der Woche. Es ist beides auf jeden Fall sehr krass, aber guckt euch das an. Boom! Chevy Art. In Chevy Art packt das 100% Krypto Kikli hinterher. Und wenn Nocturne schon so genial ist, dann ist das Kikli auch genial. Und ihr wisst, als wir Let's Go gezockt haben, ich habe Kikli genommen statt Nocturne. Und es war total egal, weil ich später auch noch Nocturne gefangen habe. Also wenn das, dann müsste das ja der Schocker der Woche sein. Ist aber auf dem gleichen Level wie das Nocturne. Und beides kann ja nicht sein. Und das Shiny 100er, alles drei ist auf jeden Fall richtig stark, richtig genial. Cool, dass das alles hier drin ist. Und er fragt auch gleich noch, und bei euch so, ne? 10.000 Rüpel gemacht jetzt. Ein Sammlerstück, noch ein Nuller. Ja, Nuller Krypto. Habt ihr ein 100% Krypto? Oder habt ihr ein 0% Krypto? Schreibt's mal rein. Leon Petzold, ich fressen Besen. Allererster Check. Durchbruch seit Release. Ein Shiny Skalüg direkt bekommen. Plus Shiny Magnetilo noch hinterher. Lost Lift, falls wir mal wieder Lucky Friends werden und du das noch brauchst, da ist es. Aber ich möchte doch nicht das Shiny, das sieht doch aus wie ein Zirkuszelt, oh mein Gott. Das könnte man tauschen, ist nämlich kein Shiny. Aber ist natürlich ein 100er bei Dubby für Raider Mittwoch, auch sehr stark. Aluhut hier noch, die 100er der letzten Woche, Flampivian, Lichtel, Skilabra, Tragosso, mag niemals. Wenn ich mich nicht entscheiden konnte, was der Schocker der Woche ist, hätte ich sagen müssen, geht alle weg, guckt euch mag niemals an. Shiny Krypto Nidoran. Shiny Krypto Nidoran, das zweite. Shiny Krypto Slimer. Und zwei Shiny Skalüg. Alles an einem Tag, ja? Und das ist heftig. Egal ob Spoofer oder nicht Spoofer, also bei ihm gehe ich nicht davon aus, dass er spooft, ist mir nicht bekannt, ist mir nie bewusst, aber selbst wenn er spoofen würde, weil einige dann immer denken, ah ja, das bestimmt, ist das trotzdem und wäre das trotzdem eine fette Sache, so viel zu brüten und so viel Glück zu haben oder eben so viel Feldforschungen zu haben und Glück zu haben. Manche machen am Tag 500 Sets für Skalüg und haben nichts bekommen. Er hat einfach zwei bekommen, musste da Glück haben und dann auch noch Glück haben bei den Rocket Bossen und da noch die Shinies rausziehen. Eigentlich müsste das der ultimative Schocker des Jahres sein, schon jetzt.
aber es kommt einfach nur zwischendurch. Elke zeigt uns, sie weiß jetzt, warum Pandemos Handschuhe trägt, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Guckt euch die Folge also erst abends ab 22 Uhr an, vor allem den einen in den Arsch, den anderen an den Kopf, okay? Elke noch, Shiny Magnetilo, 100er Elitzeba, 100er Nebulak, 100er Kleinstein, Heiko mit einem Shiny Skalyk, Nuller, Krypto, Score Gro, hat also dasselbe gemacht wie Chevy mit dem Glutexo, dann Heiko mit einem Shiny Maromai. Guck doch mal, ist es nicht süß? Das ist das Shiny Maromai, so sieht das aus. Heiko noch hier, 100er Plinfa, 100er Schellers, 100er Panflam, Lennart, 100er Togepi, Lennart, 100er Hondiu, Erlös, Lennart, ein wildes Tornupto, ist geflüchtet. Das fand ich auch auf jeden Fall sehr cool. Lennart noch, Erlöstes, Zubat, 100, Thomas, Bo zeigt uns in einer Woche, wie viele 100er er erlöst hat hier. Das sind nämlich 9 Stück. Kikli, Nidoran, Radfratzer, Staralili, Skorgla, Trasla, Tuska, Sandan, Slymog. Auch eine gute Ausbeute eigentlich, auch starkes Bild und seine Krypto-Shinies aus der einen Woche, Skorkla und Slymog. Seht ihr, das sind 2 in einer Woche. Mark hatte 3 an einem Tag plus 2 Skalyk. Pascal Schneider, obwohl das Bild richtig mies aussieht, eigentlich wollte ich es jetzt gar nicht reinnehmen, aber Linfu 100% auf jeden Fall auch noch eine Seltenheit, kriegst du ja nur aus der GBL momentan, da ist das schon ein starkes Stück, ne? Dann Benjamin Engel hier auch, Krypto, Shiny Slimer mitgenommen, Thomas Speck, Gymname, Nullzeit, Fernraid, Kampf, Passball, Wurf, U, Stop, Dreh, Vulpix in einem Bild, auf jeden Fall auch sehr stark, Thomas Speck hier noch, 100er Terrakium, denkt euch jetzt wieder das Otis-Bild einfach, na, der Natu-Sekt, ein wildes Tornupto. Schack, nach dem ersten Ball dachte es, ich muss los, wohin es gegangen ist, werden wir niemals erfahren. Ist also auch weg. Die Tornuptos, die fliehen halt einfach alle. Der Natusek, hier noch eine Sache für Red am Mittwoch. Dieses Shiny hat mir noch gefehlt und ich wollte es unbedingt in diesem Event bekommen. Und hier ist es. Ias, es ist Ias, guck hin. Ein Juro, schönes Bild. Und nochmal der Natusek. Und hier noch ein Shiny auf der GBL, oben drauf, das sitzt da, guck doch mal hoch. Habe ich extra so fotografiert, damit man auch sieht, dass es auch wirklich auf der Go-Kampfliga sitzt, nicht ist. Da hat er sich wohl verschrieben. Sieht man hier, guck, gefangen in der Meisterliga, der Go-Kampfliga in Lüdenscheid. So, dann haben wir Brainy Stendal noch mit tolles Lokmodul, denn da steht, er kriegt in der Superbox einfach ein Lokmodul. Ein rotes, in Form eines Balles. Boba Mo, da hat sich das 12er Ei ja mal gelohnt. Endlich habe ich auch den Eintrag 100% Mega Absol. Cumulus, erste Feldforschung, gleich ein Shiny Skalyk. Und dann haben wir unsere Spezialisten, die ich nicht ärgern möchte, aber was ich immer wieder dazu sage, auch in jeder Raider Mittwoch Folge. Schickt bitte Bilder bei WhatsApp oder Telegram oder Facebook, weil ihr seht, überall sieht man den Namen, wer das geschickt hat. Bei Instagram sieht man das eben nicht, wenn ich das abscreene. Ich habe es jetzt einfach abgescreen und so reingepackt. Grüße gehen raus an Person X mit dem 100%, schon wieder 100% Krypto-Pokémon. Das kann doch nicht sein, wie krass die hier vertreten sind. Grüße gehen raus an dieses 100% Krypto und Grüße gehen raus an Kollege Y, ist ja nicht dasselbe, mit dem 98er Shiny Greselia. Das waren jetzt die Highlights und wir kommen natürlich noch zum Schocker der Woche. Wenn eins von denen euch gehört hat, schreibt es mal in die Kommentare und beim nächsten Mal dann bitte auf Telegram schicken oder auf, jetzt ist die Farbe weg. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest, theoretisch von mir, aber irgendwie auch von euch und ist auch gar kein richtiger Schocker. Es ist einfach nur die kalte Wahrheit, weil die Schocker so brutal waren die ganze Woche, die ganze Sendung über. Fangen wir mit, enden mit was Sinnlosen und zwar das hier. Ist mir gestern aufgefallen. Wir haben Despoter Raids für Zuschauer gemacht. Wir haben 761 Aufrufe, als der Stream vorbei war. Ist eine gute Zahl und dann gucke ich so und denke, wow. Kein Dislike, endlich mal. Keiner, der das sinnlos disliked und alles zu Rande macht. Und dann sehe ich daneben, wow, 0 Likes, habe ich auch noch nie gesehen. Also,
das für mich persönlich, der Schocker der Woche, ist halt nicht richtig ernst gemeint, aber hat mich überrascht, das zu sehen bei fast 800 Aufrufen, kein einziger Like, kein einziger Dislike. Das auf jeden Fall, da war ich überrascht, ja, das ist die Überraschung des Monats, sagen wir mal. Und es waren so viele Bilder dabei heute, wo ich fand, die waren mega krass, da konnte ich mich nicht entscheiden, deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch das jetzt am Schluss. Da gibt es wenigstens kein Gerangel. Jetzt trinke ich noch einen Schluck Bananensaft, lade das Zeug hoch. Wir sehen uns in der Raid Mania und heute Abend ab 20 Uhr möchte ich nochmal Let's Go streamen, auch wenn wir fertig sind. Aber da können wir ja dann wahrscheinlich Raupi suchen in Let's Go, weil das ist doch mein Lieblings-Pokémon. Also bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.